Unterbewusst nehmen wir alles auf. Unterbewusst, und das ist auch gleichzeitig eine Gefahr. Man hat wissenschaftlich herausgefunden, dass jede einzelne Sekunde, die dir im Leben widerfährt, abgespeichert wird. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die lesen nur und tun gar nichts davon. Ich bin zum Glück jemand, der liest und will dann auch davon etwas implementieren. Ich glaube, das passiert auch unterbewusst. Ich glaube gar nicht, dass ich das so wirklich steuere, dass sagen, oh, da habe ich was gelesen, da muss ich erst mal raus und das machen. Sondern es fällt mir oftmals auf, wenn ich zum Beispiel ein Buch über Kommunikation lese und ich bin irgendwo im nächsten Gespräch, dann erwische ich mich auf einmal, wie ich etwas sage und denke, das hast du auch so noch nicht gesagt. Und dann fällt mir ein, ach, das kam ja aus dem Buch. Und das ist also etwas, ich sage, unterbewusst nehmen wir alles auf, unterbewusst, und das ist auch gleichzeitig eine Gefahr. Man hat wissenschaftlich herausgefunden, dass jede einzelne Sekunde, die dir im Leben widerfährt, abgespeichert wird. Aber im Unterbewusstsein, weil du sonst bewusst bescheuert werden würdest. Deswegen wird es sozusagen einfach ungefiltert, unkategorisiert in das Unterbewusstsein aufgenommen. Deswegen kann ein Hypnotiseur und so weiter auch alles rausfinden, was in deinem Leben mal gewesen ist. Aber das passiert halt nur, wenn man Zugriff auf das Unterbewusstsein hat. Trotzdem steuert ja unser Unterbewusstsein unsere ganzen bewussten Handlungen. Und deswegen glaube ich, alles, was du liest, wird auf einmal Teil von dir. Und aber auch jeder Horrorfilm und jeder Streit, den du machst, wird ebenfalls Teil von dir. Und das ist eben auch dann gefährlich, ne?